Hallöchen, meine Lieben. Ja, heute, ich habe ja schon mal erwähnt und so, wer mir bei Instagram folgt und so, ich bin total in Weinrot-Liebe. Ja, ich habe Weinrot als meine neue Farbe für mich entdeckt. Ich weiß ich nicht, ich liebe Rot, und also Rot generell sowieso, und jetzt noch Weinrot. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich diese Sachen liebe. Ich habe mir ein paar Sachen geshoppt in Weinrot. Es sind allerdings meine... Ja, ich zeige euch einfach mal die Sachen und dann... Ja. Oh, ich kriege mich nicht mehr ein. Ne? Ich bin anstrengend. Okay, ich habe euch die, glaube ich... Ich habe da schon mal ein anderes Video gedreht und da habe ich schon diese Schuhe vorgestellt. Die sind von Primark. Ich habe die für, ich weiß nicht, 18 Euro oder 20 Euro gekauft. Ich bin mir nicht sicher. Die gibt es aktuell. Die sind Weinrot in so Wildlederoptik. Mit Absatz und hier mit goldenen Nieten. Geschlossen werden die hier innen mit einem Reißverschluss und sie sind sau, sau, sau bequem. Darum geht es aber nicht, um Bequemität, sondern sie sind wunderschön. Ich liebe diese Schuhe. Sie sind einfach, sie sind so, so schön. Ich würde sie am liebsten jeden Tag tragen. Also ich werde auf jeden Fall auch nochmal zu Primark gehen und mir ein zweites Paar davon zulegen, weil ich habe einfach Angst, dass sie kaputt gehen könnten. Ja, das ist Nummer 1 Bordeaux-Rot. Mein Favorit. Dann zeige ich euch noch was weiteres. Ich habe mir bei H&M, den gibt es auch aktuell, diesen Hut in Bordeaux-Rot geholt. Er hat hier so eine Kordel aus Wildlederimitat, so geflochten. Genau, hier dann mit einem Knoten und hier so kleine Anhängerchen, so Blättchen in Goldoptik. Ja, und zwar, okay, es passt jetzt natürlich nicht mit der Frisur, das müssen wir bedenken, aber das ist der Hut und ich liebe ihn. Es gibt ihn auch in Schwarz und er ist aktuell bei H&M. Ich weiß nicht, ob es ihn im Onlineshop gibt. Ich muss gestehen, ich war ewig nicht im Onlineshop, weil ich bei H&M online nichts mehr kaufe. Ja. Aber den gibt es aktuell im Laden und der kostet 14,95 Euro oder 99 oder so. Genau, und das ist der Hut. Und der ist Bordeaux-Rot. Leider kommt das nicht so gut rüber, weil ich ja wieder mit meiner Kamera vom MacBook drehe da. Und ja, aber er ist auf jeden Fall in einem wunderschönen Weinrot und ich liebe ihn sehr. Und ich finde 15 Euro, der letzte Hut, den ich mir gekauft habe, der war von Massimo Dutti. Den habe ich mir, glaube ich, vor 3 Wochen oder so gekauft. Und der sieht eigentlich exakt gleich aus, nur dass er diese Anhänger nicht hat, die goldenen. Und er ist nicht mal so fest, der ist schön fest und der hat Stabilität. Und hier auch vor allem. Es gibt ihn in verschiedenen Größen, in S, M und L. Und der von Massimo Dutti war eine Einheitsgröße. Und der ist relativ weich, er ist nicht so stabil. Und er hat 50 Euro gekostet und ich finde, dass der von H&M weitaus besser aussieht. Und das aus meiner Massimo Dutti-Liebe. Ich meine, ich liebe Massimo Dutti und das aus meinem Mund. Aber der ist besser. Definitiv. Gut, dann habe ich noch ein Kleid. Das habe ich auch schon ziemlich lange im Schrank hängen. Das habe ich mal von der X-Sommerkind bekommen. Und zwar ist es ursprünglich, glaube ich, von Telly Whale. Ich weiß nicht, da hängt auch noch das Etikett dran. Das ist so ein Schlauchkleid oder wie auch immer man das nennt. Genau, so oben ohne Träger. Und ja, schwarz mit Bordeaux-Rot, hinten zu schließen durch einen Reißverschluss mit so einem ganz süßen Teil, das ist nämlich so ein Herzchenanhänger. Genau, mit so einer Struktur und ist super stretchy. Ich muss sagen, ich habe dieses Kleid anprobiert, ich werde es auch anziehen die Tage, mit einer schwarzen blickdichten Strumpfhose in Kombination mit den neuen Schuhen und einem schwarzen Bläser drüber und darüber hatte ich dann einen schwarzen Mantel und das sah wirklich, wirklich toll aus. Ich war total begeistert. Ich weiß nicht, das ist eine Größe 34, das ist sehr, sehr, sehr eng. Es pusht die Brüste sozusagen nach oben und den Rest macht der so ein Body, weiß ich nicht, der shaped alles so. Man hat eigentlich eine super Figur, man sieht aus wie so eine schöne, wie so eine Sanduhr irgendwie so. Ja, ja, Gott. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Kleid und ja, ich werde es auf jeden Fall jetzt die Tage tragen, vielleicht auch heute schon, mal schauen. Dann habe ich, Gott, soll ich vielleicht den Hut mal absetzen? Das ist immer albern. Habe ich dieses Tuch, diesen Paschima-Schal, genau, das ist der.
Der ist auch in einem wunderschönen Bordeaux-Rot. Den habe ich letztes Jahr am 24.09. an meinem Geburtstag gekauft, weil ich eine Dirndl-Party gefeiert habe. Und ich hatte keine passende Dirndl-Jacke, die irgendwie mit dem Dirndl bzw. mit den Dirndl-Schuhen zusammengepasst hat. Und dann war das so Panik. Ich bin mit meiner Freundin durch Hamburg gerannt und wir haben wie bekloppt irgendwas gesucht auf die Schnelle. Und dann waren wir in dieser Passage und da war so ein Billigladen. Sowas wie, wie heißen denn diese komischen Läden? Sowas wie Nanunana, aber es war nicht Nanunana, sowas wie Depot oder so. Sowas. Und da hingen Paschima-Schals in allen möglichen Farben. Und da war auch dieses Bordeaux, dieser Bordeaux-rote Schal. Und ich glaube, er hat mich 7 oder 8 € gekostet. Und ich werde jedes Mal, wenn ich ihn trage, werde ich darauf angesprochen, wie schön der ist. Und dass er relativ teuer aussieht. Aber er war nicht teuer. Es war ein super Schnäppchen. Schnäppchen, Janina hat wieder ein Schnäppchen gemacht. Ja, und ich wollte sagen, das kommt vom Thema ab. Das ist auf jeden Fall auch ein Favorit, weil ich trage ihn zurzeit richtig gerne. Ich habe ihn sonst nur zum Dirndl getragen. Zurzeit trage ich ihn gern zu meinem Mantel. Ich finde, er sieht einfach toll aus. Gerade zu den blonden Haaren. Irgendwie schmeichelt meiner hellen Haut doch ganz gut. Ja, dann kommen wir zum letzten Teil. Das ist diese Hose. Ja. Von H&M, die geht mir bis zum Knöchel, die ist sehr straight geschnitten. Ja, ich hatte die ja auf dem Blogpost vor einigen Wochen schon ein Outfit gepostet. Ich verlinke euch das mal wieder in die Infobox, da könnt ihr mal drauf schauen. Da hatte ich diese Hose an, das ist Bordeaux-Rot mit Grau und Cremeweiß. Genau, die macht eine hammermäßige Figur. Hammermäßig. Und sie hat 14,90 € gekostet, die gibt es aktuell auch noch bei H&M. Müsst ihr mal schauen, irgendwie, ob ihr die noch bekommt. Ich denke schon, bestimmt. Wenn im Online-Shop auf jeden Fall wahrscheinlich. Ja, die ist super schön. Ich habe sie kombiniert mit einem knallroten Zopfpulli von Hilfiger mit diesem knallroten Pumps von Zara. Wie gesagt, schaut mal auf dem Blog. Da ist das Outfit und ich liebe dieses Outfit und ja, ich liebe diese Hose. Ja, das war es auch schon mit meinem Bordeaux-roten. Monas Favoriten, Haul, Video, gemischt alles. Man kann gar nicht sagen, was das für ein Video ist. Auf jeden Fall, das war's. Ich hoffe, die Sachen haben euch gefallen und dann sehen wir uns ja ganz bald wieder, hoffentlich. Ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.